Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier draußen und haben nach Tom gesucht, aber Tom hat es leider nicht geschafft. Er ist verblutet und wobei er auch, wenn wir Ricks Weg genommen hätten, wäre er auch verstorben. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Gale Dr. Kirk hinterhergerannt ist. In einen Laborbereich und da müssen wir jetzt auch hin. Dazu brauchen wir allerdings eine ID-Karte und um die zu kriegen, müssen wir jetzt erstmal hier mit dem Fahrstuhl runterfahren. Draußen. Und hier, erstmal hier dieses Rätsel lösen, um den Strom zu kriegen. Okay, was ist denn das für ein Rätsel? Ja. Welche Taste drücken wir? Drück mal grün. Ein Rohr. Okay, was ist das? Das geht nicht, okay. Ah, ich weiß, wie es funktioniert. Rot. Ah, okay, ich verstehe schon. Leute, bei diesem Rätsel ist es so, die Rohre, die haben hier verschiedene Neigungswinkel. Ne? Und da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Rot geht ja unten her, also unter... nach unten, wie ihr es gesehen habt. Blau oben drüber. Und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein, wie hier die richtige Reihenfolge war. Und wir müssen nämlich diese Rohre mit den Löchern da oben verbinden. Und das ist eine verdammt interessante Knobelaufgabe jetzt. Aber ich glaube, das war doch hier, oder? Genau, das ist nämlich links, Leute. Ich habe nämlich schon eine Idee im Kopf, wie ich das mache. Links unten muss nämlich das Rote hin. Weil das nämlich drunter hergeht. In die Mitte muss das Grüne. Damit das oben drauf liegt. Genau, seht ihr das? Und da oben muss das Blaue hin. Schaut mal. Ist das nicht geil? Und natürlich müssen die alle einen Knick in der Mitte haben. Ne? Ist klar. Gut, haben wir es jetzt hier blau? Ach nein, gar nicht wahr. Was mache ich denn da? Wartet mal. Hier unten. Ich will euch mal was zeigen, Leute, was passiert, wenn man das falsch macht. So, mach mal hier blau. Ach, das ist sogar richtig, ne? Aber wartet mal. Wenn wir jetzt das Grüne hier runter machen. Zack. Macht er nicht. Wenn man das 1000 Mal macht, geht das Rohr irgendwann kaputt. Also. Jetzt genau andersrum. Oben rot, Mitte grün, unten blau. So, oben rot. Das geht nämlich nach unten, seht ihr. Dann in der Mitte das Grüne. Und dann unten das Blaue. Seht ihr das? Das passt perfekt zusammen hier. Ich sage es euch. Nein, nicht das Grüne. Das Blaue. So. Und zack. Das war die Lösung des Rätsels. Natürlich mit dem Knick drinnen. Ne? Ist klar. Ui. Okay, cool. Wir haben Energie eingeschaltet. Für den großen Fahrstuhl draußen. Alles klar, sehr schön. Vorsicht bei der Bedienung des Versorgungsrohrs. Durch das Starten des Hauptmotors kann der große Fahrstuhl angetrieben werden. Wird aus Versehen das falsche Rohr herabgelassen, so kann es durch einen Druck auf den Knopf desselben Terminals in seine Ursprungsposition zurückgebracht werden. Ja, das haben wir ja gerade schon gesehen. Habe ich euch ja gezeigt. Gut, liebe Leute, wir haben Strom eingeschaltet. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Dieser Sound, ey. Und dann können wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Und zwar nach Ebene B1. Oh nein! Ach, das war doch diese... Da ist jetzt was an, okay. Ah! Boah! Ach du Scheiße, ey.
Ach, Gott. Danger! Okay, Danger! Danger! Ah. Komm! Auf, haust du ab! Lecker! Oha! Lecker! Ach, da ist schon wieder... Schon wieder einer... Ja, scheiße, das war mein letzter Schuss. Oh Mann, da muss ich von dem jetzt abhauen. Oh Gott, Leute, ihr seht... Ah, verdammt. Ihr seht... Ja, der Ventilator ist an. Der wollte uns da reinschmeißen. Ist aber selber reingeflogen. Oh, du Scheiße, das Blut klebt an der Wand. Oha, wie geil. Was eine geile Szene. Aber schnell hier rein, oh Gott. Ich habe keine Munition mehr, ey. Scheiße. Und mein Giftpfeil wollte ich da draußen auch nicht verschwenden. Okay. Jetzt haben wir hier wieder die Zip-Tür. Und die Dinger laufen. Schaut euch das an. Wir haben den Strom eingeschaltet. Ja. Das habe ich ja letztes Mal schon vorgelesen, ne? Da kannst du also nichts dran machen. Ne, okay. Tom, ja, wie gesagt, also der ist nicht zu retten. Der wäre auch so gestorben. Okay, Leute. Wir können hier raus. Warum flogen da wieder Dinos rum? Habe ich meine Munition etwa umsonst verschwendet? Okay. Okay, Leute. Hier können wir runter, ne? So, Leute. Willst du das Steuerfeld mit Strom versorgen? Ja, mach das mal. Hi. Cool. Und wir fahren direkt mit dem Ding. Sehr schön. Schau euch das an. Wir fahren direkt mit dem Teil. Großer Fahrstuhl, Leute. Oh mein Gott. Ein Lastenaufzug oder sowas. Ach, kurz was getrunken. So, was haben wir hier? Ausführungsraum B1. Ach nein. Da waren wir doch beim letzten Mal schon drin. Interessant, ne? Aha. Aha. Leute, ein Rätsel. Genau, hier wartet ein Rätsel auf uns. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Bereich, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Richtig, in diesem Ausführungsraum. Und genau, wir müssten jetzt hier uns den Weg frei bahnen. Sieht wie eine Notluke aus. Sie kann nicht von dieser Seite aus geöffnet werden. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Und ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, wie wir ja Dino Crisis zocken. Und ja, macht schon Spaß, muss ich sagen. Schönes Survival-Game, ja. So, den Schrank haben wir weggeschoben. Was haben wir da? Eine Medizin. Bringt die volle Kraft zurück. Kann man das irgendwie mischen? Mit Blutstiller? Nee, brauche ich nicht. Wartet mal. Medizin M an sich ist ja ganz nett, aber... S++ ist besser. So, Leute. Dann... Das ist eine Maschine. Was ist denn das? Zur Bedienung des Krans. Ah, okay. Ist eine Steuerkarte nötig? Ja, die habe ich doch. Objekt. Hier haben wir doch beim letzten Mal diese Krankarte aufgesammelt. Hier, Leute. B1 Krankarte. Programmkarte zur Steuerung des Krans. Müssen wir den Kran bedienen? Ja, müssen wir ja. Ha. Schaut mal da, Leute. Das nächste Rätsel. Ja, heute ist Rätselzeit angesagt hier. Gut, liebe Leute, was wir hier machen müssen, ist einfach, wir müssen uns jetzt den Weg von links nach rechts quasi frei bauen. Diesen Kisten, die da im Weg stehen. Und wir haben hier zwei, diese verschiedenen Karten. Diese Karten sagen quasi aus, in welche Richtung und wie viel der Kran quasi nach oben geht. Das heißt, das, wenn ich das jetzt eintragen würde, würde der Kran quasi zwei nach rechts gehen. Das bringt mir aber nichts, weil zwei nach rechts brauche ich nicht. Ich muss mir einfach nur einen Weg
verschaffen. Und da würde ich sagen, müssen wir zwei nach oben, also zwei Kästchen nach oben, das Ding erstmal anheben, dann sind wir ja oben. Dann, das geht nicht. Okay, mach mal Start einfach. Seht ihr das, Leute? Dann wird der Kran nämlich bedient. Und er hebt es auf. Ganz genau. Das ist genau das, was wir ihm gesagt haben. So, dann können wir das in diese Lücke da reinmachen, ne? Geh mal eins nach links und setz es mal ab. So. Dann brauchen wir eigentlich schon nur noch diese eine Kiste da wegzukriegen, ne? Diese obere linke da. So, das war mal einmal einen nach links. Ah, okay, zwei nach oben und dann wieder einen nach unten. Und dann anheben. Moment, anheben. Und dann hier zwei nach rechts und ablassen. Das wird doch funktionieren, oder? Mach das mal. Sollte doch eigentlich... Wenn ich keinen Knick in der Logik habe, müsste es funktionieren. Anheben, genau. Zwei nach rechts und runter, ne? Das muss doch genau die Lücke sein. Ha! Seht ihr das, Leute? Wir haben uns einen Weg durchgebahnt. Ja. Genau, Leute. Na, komm. Exit. Exit. Clear? Was? Achso. Exit. Wir haben's, Leute. Wir haben's geschafft. Wir könnten jetzt hier durch. Warum mussten wir uns jetzt hier durchkämpfen, durchrätseln? Wir hätten doch einfach hier oben her durchgehen können. Ja, zeige ich euch. Warum das nicht geht. Zeige ich euch. Wir hätten doch hier oben einfach wieder zurückgehen können. Ja, ich weiß, das ist ja ein bisschen zeitfressend, aber ich möchte euch einfach diese Logik mal näher bringen. Die bedient wieder den riesen Fahrstuhl da, ne? So. Warum haben wir das gemacht? Das will ich euch zeigen, Leute. Großer Fahrstuhl, was eine Cutscene. So, dann sind wir nämlich jetzt wieder hier. Ihr hättet euch ja denken können, können wir einfach hier durch. Da ganz zum großen Fahrstuhl, ne? Da sind wir ja wiedergekommen. Da seht ihr da. Ist nicht. Der Spalt ist sehr tief. Es ist zu gefährlich, hinüber zu springen. Ist nicht. Leute, wir haben es verkackt. Wir sind hier auf einmal eingesperrt. Gut. Dann habt ihr das, den Grund auch mal gesehen, warum wir jetzt da unten durch mussten. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt so schnell wie möglich wieder da unten zurück. Es hat jetzt vielleicht eine Minute gedauert oder so, ne? Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Warum das so ist, wie es ist. Das ist das. Da steckt schon eine Logik hinter. Auch wenn einem das manchmal nicht ganz bewusst ist, aber da ist eine Logik hinter. Vor allem bei Capcom Games, die sind alle sehr gut gemacht, muss ich sagen. Vor allem die Survival-Spiele. Alle mit logischen Verbindungen. Richtig cool. Und ja, liebe Leute, erzählt mal, wie es euch so geht. Würde mich mal sehr interessieren, jetzt in der aktuellen Zeit. Ich nehme es halt jetzt an diesem Freitagabend auf. Und mir geht's sehr gut, weil wieder das Wochenende vor der Tür steht, aber ja, es sieht mal, wie es euch so geht. Würde mich interessieren. So, Leute, weil ihr seht, wenn wir jetzt hier nämlich durchgehen, sind wir wieder in dem Bereich, ne? Schaut euch mal diese Kameraumschwung hier. Oh, nee, macht er jetzt nicht mehr. Schade. Dieser Kameraumschwung. Oh, zack. So, und jetzt sind wir nämlich wieder hier in dem Bereich, wo wir schon mal waren. Genau, und dann kommen wir jetzt eigentlich gleich wieder da hinten raus, wo wir Gale zuletzt gesehen hatten. Was zur Hölle? Warum?
Warum hüpft hier ein Dino rum? Den habe ich doch kalt gemacht beim letzten Mal. Ja gut, er ist jedenfalls tot durch meinen Giftpfeil. Ja, Leute, hier ist natürlich jetzt wieder... Hier war der Schocker, Moment. Hier ist natürlich jetzt alles wieder ja, versifft mit den Viechern. Weil wir ja zwischendurch wegfahren, ne? So Leute, hier hinter ist das Labor. Aber da kommen wir anscheinend nicht rein. Weil hier passiert nichts. Und naja, da müssen wir jetzt mit dem Fahrstuhl rein, ne? Ihr erinnert euch, dahinter ist ein Fahrstuhl. Das heißt, wir müssen uns eine ID-Karte schreiben. Gut. Dazu müssen wir hierdurch wieder hoch in diesen Bereich. Mit dem Kontrollraum. Und hier dieses brutal zerfetzte Viech. Oh Mann, ey. Boah. Das sieht schon übel aus, ja. Gut, dann hier 1F. Genau, 1F, da müssen wir nämlich nochmal hin. Steuerzentrale, genau. Ist da der Rick drin? Da ist bestimmt der Rick. Oh yeah, Leute. Die Mucke. So, dann... Wir suchen Dr. Kirk. Seit 6 Folgen suchen wir Dr. Kirk. Okay, Rick, bist du da? Geht's dir gut? Ich weiß, du wolltest Tom schützen, aber... Willst du gar nicht mit mir reden? Bist du mir böse? Ein Sicherheits... Ja, nein. Hier. Bist du mir böse, oder was? Ah. Der ist ein bisschen angepisst. Nehme ich an. Wahrscheinlich, weil wir nicht mit ihm gegangen sind. Na gut. Okay, Rick. Du bist irgendwie noch ein bisschen Depri, ne? Kann ich verstehen. Wenn man seinen Kollegen verliert, das ist immer Mist. Gut. Leute, dann weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Und zwar, wir müssen einmal in diesen Raum vor der Toilette. Jetzt haben wir diesen sehr angenehmen Speicherraum hier. Oh, geil. Wir müssen nämlich einmal hier durch. Und da in diese Tür rein müssen wir jetzt, Leute. Ihr seht, wir sind wieder zurück in der Einrichtung. Da müssen wir in diese blinkende Tür rein. Wir haben beide Karten L. Sehen hier aber keinen DDK-Schloss. Das heißt, es ist unten irgendwo. Hier, in diesem Bereich B1 ist es irgendwo. Gut, liebe Leute. Ah, diese Mucke, ey. Ich würde am liebsten die ganze Zeit hier bleiben. Aber ja. Jetzt rennt hier noch einer rum. Ha, seht ihr das? Batz und weg damit. Ey, Leute. Ich habe jetzt langsam echt keine Muni mehr. Ich habe jetzt langsam echt keine Munition mehr für die ganzen Viecher. ja. Der ist jedenfalls tot. Okay, mein letzter Giftpfeil ist da drauf gegangen. Warum rennen hier die Dinger rum? Seht ihr das, Leute? ID-Karte benutzt. Jetzt können wir nämlich auch hier rein. Ha. Und die Tür, die sah ja echt interessant aus beim letzten Mal, ne? STRG-Konferenzraum. STRG-Computer. Nein, hier, Steuerung und so. Taktikraum. Schaut euch das an. Eine Videosimulation der Positionierung der weltweiten... Wirksamen Waffen. Okay. Boah, Hightech-Raum hier. Schau dich das an. Noch ein Stecker. Dies scheint von einem Satelliten aufgenommen worden zu sein. Man sieht deutlich eine gegnerische Waffenstellung. Militärraum. Okay. Was ist das denn da für ein Computer? Oh, das sieht interessant aus, Leute. Wenn eine ID-Karte angelegt wird, dient dieses Gerät zur Datenerfassung. Ein Fingerscanner. Okay. Fingerscanner.
Interessant. Da liegt ein Buch, aber das lese ich gleich erst. Da war eine Dedikat-Code des GI. Wir kriegen jede Menge Items, ne? Hier, L-Karten, Fingerscanner, E-Code-Disk, aber nichts, was ich irgendwie im Moment brauchen kann. Diese Maschinen steuern die verschiedenen taktischen Simulationsprogramme. Finde ich cool, dass er auch zu jeder Maschine irgendwas sagt. Dieses Terminal zeichnet die Positionen der Wachen in der Einrichtung auf. Oh Gott, Big Brother hier, ey. Kann sich gar nicht frei bewegen. Der Computer scheint nichts zu tun. Oh, bitte sei Munition da drin, ey. Komm schon, bitte. Eine gelbe Box, Leute. Eine gelbe Box ist, in dieser Notfallbox kann Munition und Medizin gelagert werden. Ganz genau, Leute. Da könnte auch Muni drin sein. Wird ein Stecker benötigt? Ja, bitte. Oh, Gott sei Dank. Wiederbeleber. Oh, geil, Leute. Wiederbeleber. Sehr schön. Und den Verstärker könnte ich in Medizin M. Pfeile M. Nee, nee. Medizin S++. Ich mache mir jetzt erstmal wieder einen Giftpfeil. Ich hasse das, wenn ich... Moment. Nein, 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 nein. Ich brauche die Pfeile. S++. So. Dann S++ mit Wiederbeleber Giftpfeil. Puh, ich dachte schon. Okay, dann haben wir jetzt einen Giftpfeil. Okay. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Medizin S++. Einiges an Medizin S++. Betäubung mit Blutstiller? Nee, bringt nichts. Okay. Verstärker. Was bringt denn der Verstärker nochmal? Verstärker, Betäubung. Dann macht er Pfeile draus. Blutstiller? Macht dann eine Medizin S draus. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, Leute. Die M da brauche ich auch nicht. Nehme den Verstärker raus. Die Schrotpatronen. Zum Glück haben wir die hier gefunden, ey. Die einzelne Medizin. Der Blutstiller, der kann auf jeden Fall raus. Sort. Der Blutstiller, der kann raus, habe ich gesagt. So. Genau. So. Ansonsten haben wir erstmal drei freie Plätze. Das passt doch erstmal so. Okay, gut. Dann nimm bitte die 00 Schrot. So. Okay, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Munition. Für zwei Dinos. Oh Mann. So, dann lesen wir mal das Buch hier. Daten einer Einsatzbesprechung. Willst du die Daten ansehen? Ja klar. Thema Verschärfung des ID-Managements. Aha. Anfang dieser Woche benutzte jemand das Terminal, das die ID-Karten schreibt. Im Büro drüben, ne? Da wissen, erinnern wir uns. Wir haben ja so einen PC gesehen. Um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Diese Person benutzte den Fingerabdruck der Leiche eines Mitarbeiters, der bei einem Unfall umgekommen war. Aha. Wir haben ja diesen Fingerscanner, ne? Und wenn wir mit dem Fingerscanner jetzt eine Leiche finden, da kann man eine ID-Karte... Ah, da kann man eine ID-Karte schreiben, die dann dazu berechtigt, ins Büro... Ach, ins Büro. Ins Labor zu kommen. Aha. Sie fälschte die ID der Leiche mit dem Fingerabdruck und drang über den Fahrstuhl in den Laborbereich ein. Genau das müssen wir auch machen. Das Problem ist, dass das Fingerabdruck-Lesegerät selbst von einer Leiche brauchbare Daten liest. Ja, das ist makaber. Okay. Da wir heute ein Experiment durchführen, werden wir viele Besucher haben, die die Einrichtung besuchen. Haben Sie ein Auge auf das Gerät, wenn Sie die Karten für unsere Gäste erstellen? Aha, Leute, wir müssen also Fingerabdrücke von einer Leiche nehmen und eine ID-Karte fälschen. Aha. Ich verstehe schon, Leute. Ja, das ist ganz schön Hightech. Aber gut, liebe Leute, die Folge ist leider voll. Es tut mir leid, ich kann da nichts dran machen.
Oh Gott, jetzt ist hier so ein blöder Sound im Hintergrund, ey. Gut, Leute, ich gehe noch kurz ins Büro, weil wir müssen da nämlich hin. Wir haben ja da in der vorletzten Folge. Ah! Aha. Hier klingelt ein Telefon. Leute, hier klingelt ein Telefon. Du hast das Signal des Pagers abgestellt. Da hat ein Telefon geklingelt. Und kommt, ich mache noch eben die Passage. Ich mache eine 30-Minuten-Folge. Merkt euch das mal. Da hat ein Telefon geklingelt. Vorlesungsraum Vorhalle. Rennen jetzt hier auch wieder Dinos rum? Nein. Erinnert euch hier in dem Büro. Da haben wir ja mit einem telefoniert. Hier ist auch keiner mehr drin. Sehr gut. Da haben wir dieses Telefon hier eingeschaltet. Ne? Die Leitung wird gehalten. Der Typ? Das war ja dieser... Wie hieß der? Hier war der doch. Eine Memo, genau. Genau, Leute. Dieser Typ hier, Paul Baker. Liebe Leute. Pager Nummer 1123. Hier steht nämlich ein Code. Und wenn wir hier vorne... Das Ding meinte ich eben, Leute. Das Ding, das kann unsere ID fälschen. Wenn wir da jetzt mal diese ID-Karte eingeben. Zack, seht ihr das? Wir können das Ding bedienen. Initialisiere Kartendatenschreibsequenz. Personalregistriernummer eingeben, da fängt es schon an. Das war, glaube ich, wartet mal. Wir wollen uns jetzt nämlich als Paul Baker hier identifizieren. So, beschließ mal die Memo. 58104. Die können wir schon mal eingeben. Die Registrierungsnummer. Ja, ist ja gut. So, ich brauche eine ID-Karte. Die habe ich doch. So, wir wollen uns eine Forscher-ID-Karte schreiben. Das war ja 58104. Genau, bing. Die Registriernummer wurde verifiziert. Bitte geben Sie die Fingerabdruckdaten ein. Aha, seht ihr, Leute? Willst du die Daten eingeben? Du hast keine Daten zum Eingeben. Fingerabdruck. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich von der Leiche den Fingerabdruck holen. Das ist so makaber, Leute. Aber es ist einfach so. Es tut mir leid. Wir müssen uns tatsächlich jetzt von diesem Paul Baker, der hier drinnen liegt, die Fingerabdrücke nehmen mit diesem Scanner, den wir da gerade eben gefunden haben. So, hier. Dieser Typ hier, Leute. Das ist Paul Baker. Und wenn wir jetzt hier diesen Fingerscanner nutzen, ihr erinnert euch dieses Gerät? Dann nimmt er einen Fingerabdruck von der Leiche. Fingerabdruckdaten wurden gesammelt. Und dann haben wir die Fingerabdrücke. Wir haben die Nummer von dem Typen. Wir sind sowas von mächtig. Ganz ehrlich. Dann können wir uns jetzt nämlich die ID-Karte umschreiben. 58104 war das, ne? Genau. Ich gucke nochmal ganz kurz, aber ich glaube, das war die 58104. Paul Baker also. Hm? 58104, ja, genau. Gut, und wenn wir jetzt nämlich hier so an diesem Ding nochmal die ID-Karte reintun. So. Personalregistriernummer, wir haben 58104. Die wurde verifiziert. Fingerabdruckdaten, die haben wir gerade aufgesammelt. Willst du die Daten eingeben? Ja, mach mal. Greife auf gewünschte Daten zu. Und? Bing! Da seht ihr es. Es hat funktioniert. Sektion Stabilisatoren Experimentierraum. ID-Forscher Paul Baker. Willst du die Kartendaten neu schreiben? Oh ja, Leute, das wollen wir.
Bing. Sehr schön. Die Kartendaten wurden überschrieben. Ja, schau ich das an. Die Datenkarte kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Wir haben unsere Forscher-ID-Karte. Bestätigt den Zugriffsrechte als Forscher. Das heißt, wir können in der nächsten Folge, Dankeschön, lieber Rechner, wir können in der nächsten Folge diesen Aufstuhl. Neue Wortschöpfung. Wir können in der nächsten Folge diesen Fahrstuhl hier nach unten benutzen. Ganz genau, Leute, nämlich hier den. Richtig, ihr erinnert euch, der führt in den Laborbereich, wo wir Gale gesehen haben. Gut, liebe Leute, aber das machen wir wirklich beim nächsten Mal. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber wie es hier weitergeht, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es auch gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.